Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Storage Hustler. Wir gehen gleich mal schlafen, weil wir wollen nämlich heute in den Garagen unterwegs sein. Du hast einen Schatz in einem Garten gefunden. Oh, 18, okay. Wir haben zwar minus 199 gemacht, aber doch irgendwie ein Plus. Also wir haben ja das Tool gekauft, den Scanner beim letzten Mal gekauft. Und da bin ich schon mal gespannt, wie das denn hinhaut heute. So, ich möchte mit euch heute die Garagen-Auktionen mir mal angucken. Weil so viel Geld haben wir nicht. Das gleich hier vorne ist eine. Oder? War das jetzt ein Garagenverkauf? Ja, ist ein Garagenverkauf. Passt. Fahren wir mal hin. Gucken wir mal. So, was haben wir denn hier? Die Tische stehen verkehrt rum. Preis können wir uns natürlich jetzt halt mal mit dem Scanner ein bisschen vergnügen. 12 Dollar könnten wir also nehmen. Den können wir auch scannen, das ist gut. 91 Dollar, also das wäre eigentlich auf jeden Fall, ne? Ihr wisst schon. Perfekt, okay, der rechte Schlappen. 15 Dollar haben wir schon mal gescannt. Die Mütze haben wir schon mal gescannt. Ist aber gerade mal für... Warte mal, wir können das Ding, glaube ich, auch hier reparieren, ne? Tatsächlich. 10 Dollar wäre er auch wert. Also wir könnten den auch teurer verkaufen wahrscheinlich. Kann ich dich scannen? Oh ja. Du kannst sehen, ob die Mondel nur gefälscht ist beim Teleskop. 120 Dollar Average Wert, 148. Also das Ding könnten wir auf jeden Fall uns holen. Der Antwortwürfel für 6,50. Warum stehen jetzt die Preise alle auf der Seite? Das Ding ist kaputt. Da können wir dann auch einmal reparieren. 5 Dollar, nee, ist dann nicht wirklich interessant. 19,50, das wäre gut. Das können wir nicht scannen. Können wir das jetzt, oh ja, die können wir jetzt scannen. 39 Dollar. 160 Dollar. Das haben wir schon mal. Die Batterie können wir jetzt auch scannen. Für 65 Dollar, jetzt hängt der Preis allerdings da wieder, für 50. 30 Dollar, 45, also es gibt hier schon einige Sachen, die wir kaufen können, ne? Ich habe bloß nicht so viel Geld, wie ich gerne hätte. So, hups, okay, ich kann das dir für abbrechen. Ich weiß jetzt nicht, was du jetzt gerade im Fokus hattest. Schauen wir mal, der Metalleimer für 12, wir schauen uns erst einmal die Sachen an, die ein bisschen mehr Geld bringen. Für 120, wie schaut es aus mit 100? Mein Großvater braucht es, ich kann es ihn für 100. Ich denke, ich verkaufe es für 114. Okay, 114, was habe ich gesagt? Irgendwas mit 149 oder sowas ist es wert. Akzeptieren wir. So. Gleich mal nehmen. Wir können das ja dann auch gleich zurückbringen. Wir haben es ja nicht so weit. Wir lassen heute mal den Garagenverkauf aus. So, der Würfel. 10 Dollar 6,50, nein. Die Flasche, nein. Das Ding, nein. Da wissen wir es nicht. Den könnten wir, warte mal, den hier könnten wir nehmen, ne? Schauen wir mal, ob ich den runter bekomme auf 130 Dollar. Das wäre für ganz nett. Ich habe nur 130. Für 136, ja, ist okay. 136 ist in Ordnung. Schmeißen wir gleich rein ins Auto, dass ich den nicht vergesse. So. Dann war doch noch der Koffer, genau. Für 80 Dollar, 91, aber das da war, glaube ich, noch interessanter, oder? Genau, 30 Dollar, 45. Dann machen wir jetzt halt mal nicht 30, sondern machen wir mal 25. 27, ja, ist okay. Weil ich habe ja gerade zu dir gesagt, ich habe kein Geld, ne? Ja, ist okay. Flieg ruhig rum. Eine Mülltonne, okay. Die Batterie für 65 Dollar. Schauen wir mal. 50 Dollar wäre das Angebot, 65 wert. Wir gehen mal auf 40. Mal Frechheit siegt, ne? 44, ja, ist okay.
Die stellen wir dann auch gleich ein. So, rein damit. Genau, 10 Dollar Villa, 12 wäre es wert. Hier haben wir 80, das kann ich mir eh nicht mehr leisten, weil ich habe nur noch 58 Dollar. Auch wenn es ein blöder rechter Schlappen ist, aber gut, 7 Dollar. Angebot ist auf keinen Fall. Okay, wie schaut es mit 8 aus? Das verkaufe ich dir auf keinen Fall. Okay, habe ich es bei dir schon wieder verkackt? Wie ist es damit? Okay, ich kann mit ihm nicht mehr handeln. Alles klar, ne? Dann war es das. Ich habe, glaube ich, alles eingesteckt, was ich gekauft habe, ne? Ja. Ich gehe lieber nochmal durch, weil nicht, dass ich dann doch irgendwas vergesse und das wäre nämlich blöd. So, fahren wir mal ganz kurz an unsere Garage und schmeißen die Sachen wieder raus. Und vielleicht verkaufen wir es auch gleich. Schauen wir mal. So, dieses Ding hier, ne? Ist ja eigentlich nicht verkehrt. Schauen wir mal. Tun wir gleich mal rein. Oh, 700 für den Helm. Sorry für das Quietschen im Hintergrund. Das ist meine Tür. Sekunde bitte. 700 Dollar. Jetzt schauen wir mal. Wegen dem Preis, was er bietet. 525 will er uns anbieten. Soweit würde ich allerdings jetzt nicht runtergehen. Ich würde sagen mal 600. 560. 590. Du hast es kaum runtergehandelt. Ja. Wie wäre es mit 580? Es ist nicht so viel wert. 570. Mein letztes Angebot. Nein, machen wir ein anderes Angebot. Oh Mann. Dann vergiss es. Ich würde sagen, dass ich das mal abbreche. Wir machen den Helm jetzt halt hier auf 600 und gucken mal, für wie viel er dann verkauft wird. Hier gehen wir jetzt mal auf 500 runter. Dann das Grammophon machen wir jetzt halt mal auf 400. Wir müssen uns ja wieder runterarbeiten. Ne? Der NBA Basketball, den würde ich halt dann sagen, machen wir mal für 45. Das wäre jetzt ungefähr der doppelte Preis. Okay, der spartanische Helm für 600. Gucken wir mal. 513. Nee, 580. 542. 516, hätte ich es dem anderen auch verkaufen können, ne? Nein, das ist zu viel. Okay, dann brechen wir ab. Da kommt bestimmt ein anderer Interessent. Das Grammophon ist interessant. Ist ein gutes Geschäft. Gilt das noch? Ja, komm, verkaufen wir halt das Grammophon für 400. Das ist doch gut. Der Basketball für 41. Ja, ist in Ordnung. Nimm. Oh, was haben wir noch? Der spartanische Helm. Gucken wir gleich nochmal. 455. Nee. Ganz sicher nicht. 580. Kein Geld. 484. Dann verschwind. Wir müssen uns echt dahin tasten. 450 mache ich jetzt da mal. So, das Teleskop. 148 ist der durchschnittliche Preis. Wir gehen jetzt mal auf 220. Testen müssen wir es, ne? So, wir haben dann hier noch die Auto-Battery. Stellen wir mal hier ins Regal. Dann haben wir hier diesen Ecklautsprecher. Rautsprechler, ja. Das Ding stelle ich jetzt bloß hier mal am Boden. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? 455, ne, 580. 484, vergiss es. Wir warten auf das nächste Gebot. Das Teleskop. 220, wunderbar. 148, das sind 70 Dollar mehr. Machen wir akzeptieren. So, die Batterie für 65 machen wir für 120. Knapp der doppelte Preis. Da haben wir nochmal einen Helminteressenten. Also für 550 würde ich den schon gerne loshaben wollen.
Okay, 580, 542. Machen wir mal 560. Okay, 550, das, was ich tatsächlich will. Das ist viel zu viel. Nee, vergiss es. Die Batterie. Stoff. Okay, akzeptieren für 120. Was habe ich jetzt seit hier? 1600? Warum habe ich plötzlich so viel Geld gekriegt? Das waren $400 oder irgend sowas, was ich gekriegt habe. Okay. Schauen wir mal, 160 ist der durchschnittliche Verkaufswert. Wir gehen jetzt halt hier mal auf 250. Das muss ich mir glatt nochmal anschauen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr bekommen habe. So, schauen wir mal, was hast du? 513. Dann gehe ich jetzt halt hier mal auf 570 runter, nicht auf 580. 542, wie ist es mit 550, das, was ich möchte? Ich kann nicht so viel geben. Ja, aber ich will das. Okay, 549. Komm schon, Mann. 548. Ich taste mich ran. Du hast es kaum runtergehandelt. Ja, genau. Hab ich nicht. So, hier bei dem Sing-Salmon, bei der singenden Sardine hier, sieht schick aus und atmet unter Wasser. Machen wir jetzt halt mal 400. Das macht so Spaß. So, der Lautsprecher. 218. Wie wäre es mit 230? 226 ist in Ordnung. Jawohl. So, jetzt gucken wir hier nochmal. 484, vergiss es. Okay, wir gehen jetzt einmal hier vom Preis her auf 590. Vielleicht ist es dann mit dem Handeln ein bisschen besser. Und wir gucken mal ganz kurz auf unsere Skillpunkte. Schaut euch das an. So, Marktbewertung. Das haben wir doch, glaube ich, schon gemacht, oder? Das habe ich schon gemacht. Das habe ich noch nicht gemacht. Influencer-Marketing. Erhöht die Besuchsrate. Machen wir. So, was haben wir dann hier? iPad. Sie können über einen Tablet-Computer auf Ihren Computer zugreifen. 2 Skillpunkte, das ist doch ganz gut. Ich denke, das ist in Ordnung. Hier haben wir wahrscheinlich dann schon 2 Skillpunkte. VIP-Bieter. Du kannst bei Auktionen schnell Lagerräume kaufen. Okay, 2 Skillpunkte wäre auf jeden Fall fürs nächste Mal ganz in Ordnung, ne? So, das da haben wir noch nicht freigeschaltet. Das da haben wir noch nicht freigeschalten. Große Händlerenergie. Okay, also das ist auf jeden Fall auch im Fokus. Wir haben noch einen Skillpunkt, müssen wir einfach jetzt halt ein bisschen abwarten. So, schauen wir mal rein. 590, bin mal gespannt. 450, der Preis ist zu hoch. Was ist mit 400? Nee. 570 machen wir. 400, vergiss es. So, der Bowling-Pin geht für 12 nicht über den Ladentisch, dann machen wir mal 10. Und hier gehen wir jetzt mal runter auf 300. Schauen wir mal. So. Haben wir hier... Ach ja, wir haben noch den VHS-Player. Der hat ja schon Raritätswert. Schauen wir mal, ob wir den hier reinsetzen. Habe ich noch was im Auto? Nö. Und schon 19 Uhr wieder, ne? Da brauchen wir nichts weiter machen. So. Okay, für alle drei haben wir ein Gebot. Ich möchte aber trotzdem den VHS-Player hier mal für das Doppelte anbieten. So, gucken wir mal. 590, 450, vergiss es, da gehe ich gleich raus. Ich nehme es ohne zu fragen. Okay, dann bitteschön. Ich habe doch jetzt halt hier mehr bekommen wie die 300. Ich meine, ich bin nicht böse drüber, ne? Soll es gut sein. Der Bowling-Pin für $10. Stoff. Da habe ich auch irgendwie mehr bekommen. Oder bilde ich mir das ein? So, der VHS. $78. Wie wäre es mit 85? Ich habe nicht so viel. Ich gebe dir 82. Ja, ist in Ordnung. Okay, 82. Das wären dann 2435. Ja, okay, das hat gepasst. 478. Ich will unbedingt diese 550, ne? Man muss, glaube ich, echt geduldig sein einfach.
506, 550. Hör auf, mich hinzuhalten. Ja, dann verschwind. Ich denke, ich werde nicht über 540, 530 sowas kommen, ne, mit dem Helm. Das wird nicht hinhauen. Und scannen kann ich ihn auch noch nicht. Aber wir haben Geld. Wir haben Geld. Das heißt, wir können im Tool Dingensen hier den Scanner nochmal aufrüsten. Würde ich auch gerne machen. Das Werkzeug ist halt auch interessant, ne? Mach mal den Scanner. Und dann gibt es nochmal eine Stufe. Ja, krass. Okay, dann machen wir das Reparaturwerkzeug auch noch. Ich weiß, dann habe ich kein Geld mehr. Aber der hier ist mir halt... ich denke, dass der uns halt ein bisschen was abwirft. Und wir können ihn scannen. Okay, 350 hat der für einen Wert. Das ist doch toll. Die Sachen kann ich nicht scannen, ne? Und hier ist auch nichts weiter drin. Ne? Da habe ich auch nichts drin vergessen. Ist schön animiert alles. Ich finde es schön. Ich finde es wirklich sehr schön gemacht. Schauen wir uns mal das iPad an. Okay, wir können hier direkt auch unterwegs dann unsere Sachen anscheinend... nee. Ja doch, wir können schon handeln. Halt nur die Sachen, die wir in der Garage haben, ne? Okay, also da ich jetzt weiß, dass das Ding 350 wert ist, ist natürlich 478 nicht schlecht, ne? Dann machen wir mal 550 als neues Angebot. 506, wie ist es mit 530? Willst du mich verarschen? Nö. Aber gut, dann machen wir hier von vornherein 550. Das sind dann $200 mehr. Und ich glaube, wir sollten das dann um die 500 verkaufen können. Oder 510, je nachdem. So, wie schaut's aus? Kommt nochmal ein Angebot oder nicht? Dann würde ich sagen, gehen wir halt einfach schlafen. Mir gefreut hat $0, okay. Irgendwie habe ich ein Minus gemacht, obwohl ich jetzt richtig viel verkauft habe, ne? Schauen wir mal, wegen dem Angebot. Nee. Ich habe jetzt gedacht, dass da ein Angebot kommt. Okay, wir haben nur $185. Das heißt, wir schauen doch einfach mal um die Ecke rum und gucken uns mal hier den Verkauf an. Achso, ich wollte es jetzt halt eigentlich nicht wegnehmen hier. Ich wollte den da schon stehen lassen. Wir haben ein Angebot. 425, nee, 520. 450, 500. Ist kaum runtergehandelt. Okay, ich mache das jetzt nochmal so, dass ich hier hochgehe auf wieder 600, weil ich dann doch Angebote mit dabei hatte, die bei über 500 lagen. Und das finde ich nicht verkehrt. So, dann lasst uns mal zu dem Lagerverkauf da vorne fahren, zu dem Garagenverkauf. Das macht ja so Spaß, diese Handlerei. Okay, da gibt es nicht viel, aber ist ja egal. Muss ja auch nicht, ne? So, hier wissen wir ja schon, was die Sachen ungefähr wert sind. 120. 1950. 210. Also 185 hätte ich, ne? Kann ich dich scannen? Ja. 280 an Wert. Boah, wenn ich den runterhandeln kann auf die 185, dann wäre das natürlich nicht schlecht, ne? 104, das wäre auch nicht schlecht. 57, da brauche ich dann gar nicht schauen. Die Tastatur. 64. Und das Ding ist kaputt. Da können wir jetzt halt höchstens schauen wegen dem Werkzeug mal. $5, nee. Okay, also bevor... Ich probiere das mal mit dem Runterhandeln von dem Grammophon. Wenn das klappt mit den 185, dann ist es in Ordnung. $185.
okay, das kann ich halt vergessen. Okay, vielleicht können wir das Ding hier kaufen. $70 ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Machen wir mal 60. 63, okay, akzeptiere ich. So, einfach da hinten in die Ecke schieben. Und dann würde ich eben noch sagen, dass wir die Tastatur noch mitnehmen. Die ist ja 64 wert, 40 Villa. Machen wir mal 35, sind wir mal nicht ganz so frech. 37, ja, ist okay. Ist in Ordnung. So, wenn ich die zwei Dinger dann gleich losbekomme, wäre es natürlich nice. Diesmal ist es ja nicht allzu weit weg von zu Hause. Boah, das ist echt übel, wenn dann plötzlich die Autos da spawnen. Habe ich mich jetzt verfahren? Ich habe mich verfahren, ne? Ja, ich hätte eine Straße weiter müssen. Ah. Okay. Schauen wir mal, ob wir die zwei Sachen verkaufen können. So auf die Schnelle mal. Und vielleicht haben wir jetzt halt auch ein gutes Angebot für den Helm. Die ist durchsichtig, da kann man durchgucken. Auch nicht schlecht. So. Gleich mal ran. Modem 104. Wir machen jetzt mal 150. Und bei der Boomer-Tastatur machen wir das Doppelte ungefähr, 120. So, schauen wir mal. 455, ich würde gerne 570 machen. 484, dann machen wir halt 540. Es ist zu viel. Wie ist es mit 520? Nein, machen wir ein anderes Angebot, 510. Okay, dann kannst du es vergessen. Oh, Hallöchen. Boomer-Tastatur für 95. Wie wäre es mit 110? 100. Ja, ist okay. Machen wir. Dann das Modem. Ich bin bereit, das zu kaufen. Das freut mich sehr. Hier mit der Knete. Haben wir schon 335. So, was machst du jetzt für ein Angebot? Ja, es lohnt sich zu warten. 513, okay. Dann gehe ich bei dir jetzt mal runter auf 570. 542, wie ist es mit 550? Auf keinen Fall, ich gebe nicht so viel Geld. Mache ein anderes Angebot. Wie ist es mit 545? Du machst mich wütend. Okay, dann will ich eben diese 542. Ist in Ordnung. Yes. Okay, damit haben wir $877. Wir haben 12.07 Uhr. Jetzt gehen wir mal rein hier und schauen mal Lagerauktionen. Oh, der ist freigeschalten. Tor Storage. Verfügbar. Wir machen das jetzt mal als Ziel. Wir schauen uns das mal an. Wir düsen da einfach mal durch. Ist auch nicht so weit weg, ne? Naja. Ja gut, mit dem Auto ist es natürlich schnell erreicht. So, ich meine, da waren wir schon mal. Aber gekauft haben wir hier noch nichts, ne? Gucken wir mal. So, 6 bis 10, das ist schon vorbei. Da haben wir noch mal welche. $676, 207. Ja gut, dann können wir jetzt halt nur das machen. Ein Skateboard, keine Ahnung, Müll. Boah, da kommt es halt drauf an, was in dem Karton drin ist, ne? Aber ich denke, mehr als 300 sollte ich da nicht bieten. Britney Fierce, Daddy Issues, sag ich mal. Melonenschale, Aria Stonk. Machen wir halt mal.
Aber auf keinen Fall mehr wie 290. Sowas würde ich sagen. Schauen wir mal, ob noch jemand anders bietet. Ansonsten. Okay. Das ist mein letztes Geld. Oh, 297, ich weiß nicht. Oh. Boah. Nee, also da lasse ich jetzt die Finger davon. Das ist mir ein bisschen zu viel für die Sachen, die ich jetzt da drin gesehen habe. Okay, nee, dann lassen wir das verlassen. Schauen wir mal lieber das nächste, ne? 217, 449. Da ist halt dann wieder die Frage, ne? Schauen wir mal. Machen wir mal das hier. Kettensäge, Wagenheber, Stuhl. Da hinten ist irgendwas versteckt. Schaut aus dem Grill, so auf die Entfernung. Ich denke nicht mehr wie 450. Genug geplaudert, Mr. Hefe. Du kannst nicht gegen mich gewinnen. Bist du sicher, dass du das toppen kannst? Okay, ich bin jetzt der Kapitän. Ich bin Bitman. Der Kenje. Die gehen auch schon wieder ganz schön hoch, ne? Bei den Garagenverkäufen hast du halt die Sachen wirklich vor Auge, ne? Boah, 347. Nee, da muss ich jetzt auch sagen, ich weiß nicht, was in dem Karton drin ist. Das kann jetzt ein totaler Fail sein. Aber das ist mir ein bisschen zu viel dann. Das den Gangnam-Style tanzte. Ja, das ist mir schon in Ordnung. Das taucht mir. 4,49, 5,24. Wir haben halt nicht so viel Geld. Ne? Ich biete jetzt einmal hier noch mit. Okay, das Ding kann viel wert sein. Da haben wir nur Müll. Da hinten ist ein Stiefel. Irgendwie ein Stock war da hinten gelegen. Vielleicht ist es auch ein Schwert. Puh, also mehr wie die 800 würde ich jetzt ja nicht sagen. Ich lasse jetzt erst einmal die wieder. Erst wenn der Ding wieder hier unten ist, dann biete ich. Mal schauen, wie hoch die gehen. Oh, jetzt sind schon die Schritte mit 25 und 50 Dollar. Okay, ich glaube, da habe ich keine Chance. Der Sessel kann aber halt viel bringen, ne? Okay. Und? Ah, die bietet nochmal. Ja, dann platziere ich jetzt mein Gebot noch. Also, wie gesagt, maximal die 800. Oh, Mann. Okay, dann mache ich jetzt mein Höchstgebot und danach ist fini. Ja, okay. Das war's dann. Also, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Hier brauche ich wahrscheinlich gar nicht antreten. Dann können wir jetzt noch schauen wegen, zum einen, wo ist das Auto? Und zum anderen schauen wir dann mal auf der Map, wo wir vielleicht hier einen Garagenverkauf haben. Garagenverkauf wäre da hinten was. Also raus vom Parkplatz und links, links. Geht es ja hier nur rechts rum und dann war es da vorne auf der linken Seite. Ist in Ordnung. Vielleicht habe ich ja jetzt da Glück. Wie gesagt, da sieht man wenigstens dann auch, was man hat, was es wert ist und so weiter. Ne? Gleich mal den Scanner in die Hand nehmen. Der Würfel für 10, der Schlappen für 10, 5... 24, das Ding ist kaputt. 40 Dollar, okay. Oh, das kann ich auch nochmal. 430, ne?
455. Das könnte ich dann auch einmal probieren mit 600. Gewöhnlicher Gegenstand. Einmal kann ich da auch nochmal. Nee, also da kann ich dann nichts mehr dabei. Oh! 52. Perfekt. Schlecht. Das ist cool, dass man da nochmal zusätzlich reparieren kann, ne? $50, $80, $70, $130. Okay, also das hier würde ich ja auf jeden Fall nehmen. Jetzt schauen wir die Sachen hier vorne auch noch an. Oh, ein Katana. 1330. Normal. Kann ich dich scannen? Nee. Dann muss ich nochmal aufpushen. Okay, das heißt, wir müssten jetzt ein paar Sachen nehmen, die... oh, warte mal. Kann ich dich nicht noch reparieren? 6,50. Okay, dann Hand in die Hand. Schauen wir mal. Überall, wo ich mir denke, ich kann mehr rausholen, als ich reinstecke. Ich würde sagen, hier 7. Bin ich blöd, für diesen Preis verkaufe ich es nicht. Okay, ist in Ordnung. Nee, dann lieber mal abbrechen, weil so wichtig ist das Ding dann auch nicht. Das Teil ist im perfekten Zustand. Aber da habe ich halt überhaupt keinen Gewinn, bevor ich es mal mit ihm verscherze, ne? Das wäre halt interessant. 430. Aber da ist die Gewinnspanne recht niedrig. Wie wäre es hiermit, wenn ich dir das für 35 verkaufe? Kauf, Abkauf. 37, okay, akzeptieren. Dann nehmen wir das mal mit. Hoffentlich kann ich mit dem jetzt noch handeln. Also nicht, dass es jetzt zu spät ist oder sowas. $10, $15, das wäre gut. Machen wir mal 8. Auch wenn das immer nur ein paar Groschen sind, aber... Und 9, okay, machen wir. Immerhin kriegen wir ja auch XP dafür. Und ich finde es echt gut, dass der Tag nicht einfach endet. So, $20 für die, die nur $13 wert ist, vergiss es. Der Schläger wäre dann schon interessanter für $20. Machen wir mal 17. Für 18, okay. Wo ist er? Da ist er. So, woran sehe ich jetzt eigentlich, wie der drauf ist? Eigentlich nicht wirklich, ne? Also die Batterie ist auf jeden Fall interessant, weil 50 Wille, 80 ist das Ding wert. Ich denke, dass ich es für 120 oder was verkaufen kann. 44, alles klar, nehme ich. Wo ist jetzt die Batterie? Da. Oh Mann, ich bin schon wieder so weit drüber über die Zeit. Das ist so abartig in dem Spiel. 70. 130 kann ich es... Also komm. 70. Komm, wie ist es mit 65? Ich bin jetzt einmal nicht so frech. Ha! Okay. Also quasi für die Hälfte von dem verkauft, was das Ding wert ist. Und dann werde ich ja auf jeden Fall den Preis nochmal nach oben drehen, ne? Das ist ja auch klar. Die Frage wäre jetzt, das kann ich mir halt leider nicht leisten, ne? Oh, schade. Die Taschenlampe, die Lampe, nee, dann lass mal es gut sein. Ich könnte jetzt halt mal rein Interesse halber, ob wir noch einen anderen anfahren können. Hier zum Beispiel, da ist auf dem Weg nochmal einer. Ob wir den noch anfahren können. Ich sehe nichts. Zoomen wir mal ein wenig ran. Wenn das jetzt noch geht, dann ist das natürlich genial, ne? Wenn man die Zeit wirklich nutzen kann. Also auch wenn es Nacht ist. Dann habe ich zwar die Garagen nicht, aber ich kann hier handeln wie sonst was. So, $40. Du willst 49, nee, du willst $40 dafür.
Nehmen wir mal den Hammer, bitte. Kann ich nichts machen. 270. Gut erhalten. Wert 280. 620 für das Gewehr. Kaputt. Okay, schauen wir mal, ob wir den scannen können. Ja, es geht. 455, der will 620. Das kann er vergessen. Guter Zustand, das Ding ist kaputt. Ich will den ja auch nicht scannen. Ich will den. Ach so, ich habe einen Scanner in der Hand, ne? Reparieren wollte ich den. $5. $6.50. Wie ist es hier? Okay, Schubkarre. $15. $19.50, nee. $16.25. Die Batterie wieder. Die ist nur 50 wert. 65 wert. Ich finde es so toll, dass man die Sachen hier auch vor Ort reparieren kann, weil der Preis ändert sich ja, ne? Das wird ja nicht teurer bei dem. Cowboy-Hut, schlechter Zustand, machen wir den erst einmal ganz und dann scannen wir den mal. $71.90 will er dafür. 148,100. Okay, Moment, einmal auf die Hand. Wir bieten mal für das 100 Villa, 148 ist es wert. Wir bieten ihm jetzt mal 80. 88, alles klar, akzeptiert. Oh, ist das cool. Ist das cool. So. Ihr merkt schon, also der Part ist heute um einiges länger als sonst. Aber ich will das mit euch hier noch machen. 270, 280. Sehen wir es in einer anderen Zeit. Gut, 280. Wir könnten ja schauen. Also der Verdienst wird nicht so hoch sein. Ich schaue mal, ob der mit 230 einverstanden ist. 242, ja, ist in Ordnung. Nehmen wir. Ein paar Kröten mache ich dann auf jeden Fall. Also $40 mache ich auf jeden Fall dann Gewinn, wenn ich den Average-Preis verlange. Ups. 620, 45, nee, nee. Also das da auf keinen Fall. Der Schlappen würde noch ein bisschen was bringen. Vielleicht gibt er mir für 8. Ja, komm, ist egal. Und wenn ich den bloß für $14 oder $15 verkaufe, dann ist es mir auch schon recht. Jeder Cent zählt, ne? So, die Bottle, 6,50, nee. 110, habe ich dich schon mal gescannt? Nein. 97. Kann ich dich nochmal reparieren? Nein. Boah. Die Hand, bitte. Ich will bloß nicht immer den Artikel gleich auswählen. Ist die Frage, ob ich den vielleicht auf 95 runter bekomme. Ich probiere es mal. Wenn ich es jetzt halt vergeige, dann ist es halt so. 99. Ja, ich denke mal, dass ich den auf jeden Fall teurer wegbekomme als die 110 oder 120. Das müssen wir halt probieren, ne? Einfach drauf. Ist okay. So, das Ding für $30, 19 ist es wert. 20, die Batterie noch. Ja, komm, die Batterie versuchen wir mal noch auf 50. 54, ja, ist okay. Yep. Und dann machen wir beim nächsten Mal, oh, den Hut wollte ich noch, oder? Warte mal, stell das mal ganz kurz ab. 71 für 90, nee. Nee, wir lassen es dabei. Ja, supi. Hat wieder Spaß gemacht. Wieder ein paar
Sachen hier eingekauft, die passen. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part heute auch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare und Abo nicht vergessen, dass ihr keine weiteren Parts mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.